Eine alte Legende besagt: Es gab eines Tages ein großes Feuer im Wald. Alle Tiere flohen voller Angst in alle Richtungen, denn es war ein sehr heftiges Feuer. Plötzlich sah ein Jaguar einen Kolibri über seinen Kopf hinwegfliegen. Allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Der Kolibri flog auf das Feuer zu. Was auch immer geschah, er änderte die Richtung nicht. Wenige Augenblicke später sah der Jaguar ihn erneut vorbeifliegen. Diesmal in dieselbe Richtung, in diese er selbst ging. Er konnte dieses Kommen und Gehen beobachten, bis er beschloss, dem Vogel danach zu fragen, weil ihm dieses Verhalten sehr seltsam vorkam. »Was machst du, Kolibri?« fragte er. »Ich fliege zum See«, antwortete er. »Ich trinke Wasser mit meinem Schnabel und werfe es auf das Feuer, um es zu löschen.« Der Jaguar lachte. »Bist du verrückt? Glaubst du wirklich, dass du dieses Feuer mit deinem kleinen Schnabel löschen kannst?« »Nein«, sagte der Kolibri, »ich weiß, dass ich das nicht kann. Aber der Wald ist mein Zuhause. Er ernährt mich. Er erbietet mir und meiner Familie Schutz. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich helfe dem Wald zu wachsen, indem ich seine Blumen bestäube. Ich bin ein Teil von ihm und der Wald ist ein Teil von mir. Ich weiß, dass ich das Feuer nicht löschen kann, aber ich muss meinen Teil dazu beitragen.« In diesem Moment waren die Waldgeister, die dem Kolibri zuhörten, von dem Vögelchen und seiner Hingabe an den Wald gerührt. Und wie durch ein Wunder schickten sie einen sintflutartigen Regenguss, der dem großen Feuer ein Ende bereitete. Die indianischen Großmütter erzählten diese Geschichte ihren Enkelkindern und schlossen mit den Worten: Willst du Wunder in deinem Leben anziehen, dann erfülle deinen Teil. Niemand von uns kann alleine etwas bewirken. Es erscheint uns unmöglich. Und doch sind wir ein Puzzlestück dieser Welt und dürfen unseren Teil beitragen. Wenn wir das mit Hingabe tun, können wir Wunder bewirken. Wenn wir das gemeinsam tun, erhöhen wir die Chancen auf ein solches Wunder ins Unendliche.